wenn der Darm wirklich, wie mein T-Shirt zum Beispiel hier jetzt, so löchrig ist und die Darmschleimhaut so viele Löcher hat, wie dieses T-Shirt hier ist ein super gutes Beispiel, dann geht alles, was man zu sich nimmt, alle Schadstoffe, alle Toxine, die man oral über den Mund zu sich nimmt, unmittelbar in den Blutkreislauf. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, ihr Lieben. Wie bereits auf Instagram versprochen, gibt es jetzt hier ein etwas ausführlicheres Video über das sogenannte Leaky Gut-Syndrom. Über die Ursachen, über Symptome und auch über mögliche Behandlungsansätze. Und ich wollte gerne im Vorhinein noch sagen, dass ihr euch bitte über alle verschiedenen Ansätze, über Schlagworte, die ich hier in diesem Video nenne, selber nochmal darüber hinaus informiert, recherchiert, dazu lest, einfach schaut, ob ihr damit sozusagen in Resonanz geht, wie man so schön sagt. Denn nur, dass ihr euch das jetzt hier anhört und gewisse Tipps listenartig sozusagen abhakt, kann es nicht nur besser werden, sondern es gehört auch ein gewisses Verständnis dazu. Ja, die Wissenschaft schreitet immer mehr voran und Leaky Gut wird leider immer mehr und weiter verbreitet. Leaky Gut ist ein durchlässiger Darm, das heißt, die Darmschleimhaut ist durchlässig und sie fungiert nicht mehr als Barriere, die eigentlich nur Nährstoffe und Wasser in den Blutkreislauf lassen sollte sozusagen, sondern dann, wenn diese Barriere sozusagen nicht mehr dicht ist, können Toxine, schädliche Bakterien, Umweltgifte in unseren Blutkreislauf. Und dann haben die sozusagen in unserem Körper freie Wahl, wo sie sich niederlassen, was sie für Beschwerden verursachen. Und deswegen sagt man ja auch sozusagen, Leaky Gut ist tatsächlich ein Wegbereiter für diverse verschiedenste Krankheiten, für verschiedenste Symptome, weil unser Blut natürlich überall im Körper ist. Aber wie entsteht Leaky Gut eigentlich? Erstmal dazu. Also die häufigsten Faktoren sind Ernährungsgewohnheiten wie sehr, sehr viel Zucker, gesättigte Fettsäuren, verarbeitete Lebensmittel, dann natürlich Stress. Ihr müsst auch immer die ganzen Faktoren, die ich jetzt aufzähle, sozusagen auch im Ganzen sehen und sie in Zusammenhang stellen. Also auch Stress kann die Darmbarriere schwächen, weil Stress ganz, ganz viel Cortisol sozusagen ausschüttet. Und Cortisol fördert im Körper entzündliche Prozesse. Und wo man dann schon eine Schwachstelle hat, wer generell schon zu einer Dysbiose neigt oder Probleme mit dem Mikrobiom hat, der ist natürlich anfällig. Dann kommt die Einnahme von Medikamenten dazu. Ein langfristiger Gebrauch von Antibiotika oder zum Beispiel auch ein mehrfacher akuter Gebrauch von Antibiotika oder aber auch entzündungshemmende Medikamente wie Ibuprofen oder. Und dann der Lebensstil. Das ist zum Beispiel der regelmäßige Konsum von Alkohol, Rauchen. Nummer 5 sind bakterielle Infektionen, die wir vielleicht gar nicht merken, weil sie unser Körper schon bekämpft, aber unsere Darmbarriere wird natürlich auch dadurch beeinträchtigt. Und das Ganze führt zu einer Dysbiose. Wer eh schon Schwierigkeiten mit der Darmgesundheit hat, das sind alles Faktoren, die das nochmal begünstigen sozusagen. Und Leaky Gut kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern wirklich kontinuierlich. Am allerschwersten ist es, darauf zu kommen, dass man unter einem Leaky Gut-Syndrom leidet, dass das sozusagen die Ursache ist, weil, wie gesagt, die Beschwerden so verschieden sind und bis zur Diagnose vergehen wirklich viele, viele Jahre, weil die Verdauungsbeschwerden dann einfach verschieden sind, beziehungsweise nicht nur Verdauungsbeschwerden, also es geht von chronischer Müdigkeit zu Nährstoffmängeln, steht übrigens auch ganz, ganz weit oben, Malabsorption, die dann auch einen Energiemangel verursachen, Hautprobleme, Hautausschläge, Ekzeme, Autoimmunerkrankungen können bedingt werden durch das Leaky Gut-Syndrom sozusagen, dann natürlich die klassischen Verdauungsbeschwerden. All das sind typische Symptome. Aber diese Symptome sind mal schlechter, mal weniger akut, sag ich mal. Und dann denkt man immer, ach, ich hatte einen schlechten Tag, ich habe ein paar Verdauungsbeschwerden. Aber am allerwichtigsten ist die Linderung der Beschwerden. Und da kann man bei Leaky Gut nur ganzheitlich Erfolg haben, weil die Symptome natürlich auch super verschieden sind. Das heißt, man muss auf den verschiedensten Ebenen ansetzen, sowohl bei der Ernährung als auch bei der Änderung des Lebensstils. Das ist super wichtig, auch wenn es mega unbequem ist. Also wenn man sagt, ich verzichte jetzt konsequent auf Alkohol und nicht nur 3-4 Tage, sondern wirklich mal konsequent ein paar Monate am Stück. Und das ist genau das, was zählt, auch wenn man es immer nicht hören will, weil es natürlich doch mal wieder da auf der Feier oder an dem Abend gibt es einen Grund. Aber es ist einfach die Konsequenz, zahlt sich aus, die Konsequenz macht sich bezahlt. Dann zu einer entzündungshemmenden Ernährung greifen, Vermeidung von Zucker, verarbeitete Lebensmittel vermeiden, stattdessen entzündungshemmende Lebensmittel, Omega-3-reichen Fisch zu sich nehmen, Nüsse, Samen, Leinsamen, Chiasamen aufgeweicht, Flohsamenschalen, die wirklich auch sozusagen ein Schleimnetz im Darm sozusagen bilden, Sauerkraut, Kimchi, dann natürlich auch noch präbiotische Ballaststoffe, die dann natürlich auch das Ansiedeln der Probiotika sozusagen bedingen. Dann kommt die Schiene der Nahrungsergänzungsmittel und da kann man wirklich super viel machen. Das ist auch mein Spezialgebiet, Nährstofftherapie, orthomolekulare Medizin. Und zwar
ist das A und O, da wirklich ein hochwertiges Probiotikum heranzuziehen, ein probiotisches Präparat, das man wirklich erstmal dauerhaft einnimmt. Ich empfehle seit Jahren ein und dasselbe, und zwar das Daily Biotic von Everyday. Das habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Das kann dazu beitragen, das Gleichgewicht der Darmflora wiederherzustellen, indem es sozusagen die Darmbakterien anreichert. Also die Diversität der Darmbakterien. Aber die Darmbakterien müssen sich natürlich auch ansiedeln. Also das sind keine Gäste, die in einem braunen Bus sitzen und durch den Darm reisen und wieder ausgeschieden werden. Nein, das ist Geld fürs Klo. Sondern das Ziel ist, sie müssen sich im Darm wohlfühlen. Sie müssen da langfristig bleiben, sich ansiedeln. Da nicht nur Urlaub machen kurzzeitig, sondern dass sie sagen, sie ziehen jetzt da sozusagen ein in unserem Darm. Und das passiert durch präbiotische Faserstoffe, präbiotische Ballaststoffe, weil die sozusagen die Probiotika füttern und die Umgebung so gestalten, dass sie dort bleiben wollen. Und da hat Everydays jetzt einen Darmwandel sozusagen gestaltet, einmal mit Care und einmal mit dem Daily Biotic. Das sind zwei Produkte. Ich habe euch den Link dazu unten in der Infobox vermerkt. Da könnt ihr mal draufklicken und euch das anschauen. Und das ist sozusagen eine Symbiose aus Probiotika und Präbiotika. Die bedingen sich sozusagen gegenseitig. Und ohne Präbiotika werden die Probiotika sich nicht ansiedeln. Ich höre das so oft, dass Leute sich ein Produkt aus der Apotheke holen, ein probiotisches, und dann sagen, ja, es hilft aber nichts. Ja, wie ernährst du dich denn? Ja, von Pizza und so weiter und so fort. Na klar, fühlen sich diese probiotischen Bakterien dann nicht wohl. Also es ist super wichtig, dass das Milieu im Darm sozusagen auch stimmt. Dann gibt es eine Aminosäure, die heißt L-Glutamin. Damit kann man auch arbeiten. Dann ist natürlich Zink auch noch generell super wichtig für alle Schleimhaut oder Schleimhäute in unserem Körper zur Erhaltung, zur Regeneration. Vitamin D ist auch super wichtig. Dann kann man zum Beispiel auch noch zu Kolostrum greifen oder zu Enzymen, zu einer Enzymtherapie sozusagen. Darüber könnt ihr euch auch mal informieren. Auch in der Natur- und Heilen-Zeitschrift war ein super interessanter Bericht über Leaky Gut, sehr, sehr ganzheitlich. Aber der Grundstamm ist einfach Lebensstil umstellen, Nahrungsergänzungen in Form von Prä- und Probiotika hinzuziehen, die Ernährung natürlich umstellen in Prä- und probiotische Ernährung. Und ja, es ist blöd, es gibt nicht die eine Wunderpille, die man einschmeißen kann und dann ist man geheilt, dann regeneriert sich die Darmschleimhaut, sondern man muss auch am Lebensstil was ändern und da konsequent sein. Es tut mir immer wahnsinnig leid, wenn Leute auf das Video klicken und dann unbedingt einfach wissen wollen, was akut hilft. Und das sind die Tipps, die ich euch geben kann. Auch Stressreduktion. Für wen Meditation nichts ist, der soll auf Atemübungen zurückgreifen, die einfach die Ausschüttung von Cortisol senken. Dann natürlich auch auf den Gegenspieler von Cortisol, auf Serotonin gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Eiweißspeicher auffüllen. Da gibt es übrigens von Everydays auch das Smart Protein. Da kommt auch bald noch mal eine Instagram-Story online, wie ich schaffe, meinen Eiweißwert hochzuhalten, so wie ich ihn sozusagen aktuell habe. Weil von Serotonin ist die Vorstufe L-Tryptophan. Und Serotonin ist dafür auch verantwortlich, passiv die Darmschleimhaut zu schützen, sag ich mal. Besteht natürlich auch aus Eiweißen, wie gesagt, deswegen sollte man die Eiweißspeicher auffüllen, dass man einfach auch Cortisol sozusagen in Schach halten kann, das entzündliche Prozesse im Darm fördert. Weil was man nicht brauchen kann, wenn man eh schon ein Leaky Gut-Syndrom hat oder eben darunter leidet, sind entzündliche Prozesse im Darm. Dann unbedingt auch Umweltgifte abchecken. Was verwende ich für ein Backpapier? Kaufe ich biologisches Obst und esse ich biologisches Obst? Wie schaut es generell aus mit Mikroplastikpartikeln? Man muss sich vorstellen, wenn der Darm wirklich, wie mein T-Shirt zum Beispiel hier jetzt, so löchrig ist und die Darmschleimhaut so viele Löcher hat, wie dieses T-Shirt hier ist ein super gutes Beispiel, dann geht alles, was man zu sich nimmt, alle Schadstoffe, alle Toxine, die man oral über den Mund zu sich nimmt, unmittelbar in den Blutkreislauf. Und das ist wirklich super gefährlich. Lagert sich dann auch ab an gewissen Stellen im Körper, Schwermetalle und so weiter und so fort. Deswegen ist Leaky Gut wirklich ein Riesenthema. Und wie gesagt, wir sehen ja, es verbreitet sich immer mehr und das A und O ist einfach die Wiederherstellung der Darmbarriere. Ansonsten könnt ihr gerne bei mir auf Instagram nochmal vorbeischauen, da teile ich auch immer wieder Tipps. Flohsamenschalen ist ein Mainstream-Tipp, sage ich jetzt mal, aber der kann auch sozusagen übergangsweise, während man sein Darmmikrobiom wieder aufbaut mit prä- und probiotischer Ernährung und Nahrungsergänzungsmittelprodukten, kann Flohsamenschalen können sozusagen die Darmschleimhaut schützen, weil sie eine Schleimhautschicht sozusagen bilden im Darm und da dann auch Toxine kurzzeitig mal, also der Körper hat kurzzeitig so eine kleine Pause sozusagen von allem, was über den Darm sonst so aufgenommen wird, weil ihr müsst euch überlegen, alles, was dann in den Blutkreislauf gerät, durch den Darm, weil eben die Barriere nicht mehr intakt ist, landet in unserer Leber. Und unsere Leber ist total überfordert. Unsere Leber sollte eigentlich, damit wir gut verdauen können, Galle ausschütten, aber wirklich, dass sie
genug Galle ausschüttet, dazu kommt es gar nicht mehr. Klar schüttet sie nach wie vor auch Gallensäfte aus zur Verdauung, aber die Leber ist so überlastet mit der Kompensation und Filterung unseres Blutes, weil unser Blut wirklich durch dieses Leaky Gut-Syndrom teilweise giftig ist. Und natürlich ist die Leber unser Entgiftungsorgan, also die läuft auf Hochtouren. Ihr könnt gerne auf Instagram gehen, in die Kommentare kommentieren, mir eine persönliche Nachricht schreiben. Da versuche ich dann natürlich auch immer zu antworten. Ansonsten hoffe ich, dieses Video hat euch was gebracht. Informiert euch wirklich nochmal selber über die einzelnen Ansätze, sozusagen auch über die Kolostrumtherapie zusätzlich oder die Enzymtherapie. Da kann man auch ganz, ganz viel machen. Ansonsten die genannten Tipps von mir umsetzen und schaut euch gerne mal das Darmwandel an von Everydays. Das ist auch sozusagen der absolute Grundstein, das Mikrobiom wieder zu stärken. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin bleibt hoffentlich gesund. Macht es gut. Tschüss.